Hallo und herzlich willkommen im Hobbykeller. Ich bin der Bob und willkommen zu meinem Stromzählerproblem. Wenn ihr eine Einspeiseanlage habt oder wenn ihr generell eine Inselanlage habt und habt so einen Wechselrichter und so, ihr wollt ja gern schauen, wie viel Strom habt ihr schon verbraucht oder eingespeist, je nachdem. Und da helfen ja diese Teile hier. Das ist super eigentlich, das ist mir mal geschickt worden von jemandem, der gesagt hat, hör, du brauchst was Gutes, großes Display. Das ist auch wirklich so. Und hier unten im Keller ist das halt hier mit meinem Spannungswandler, den ich jetzt immer noch habe, eine tolle Sache. Aber mit dem großen Spannungswandler, der hier unten ist, 2500 Watt, mache ich das Ding da unten hin. Das ist blöd. Das gefällt mir nicht. Und auch in der Wohnung oder so an einem Balkon, sagen wir mal, ihr habt ein Einspeisesystem an dem Balkon und ihr wollt jetzt da irgendwie, ich habe das probiert, ich habe das mal bei dem Balkonsystem in Österreich, was ich mal gefilmt habe, da habe ich so ein Teil. Und da ist es halt ganz krass aufgefallen, dass das nicht funktioniert. Also wir mussten dann die Steckdose so leicht ans Fenster legen und so, kann das funktionieren? Nee, ist ein tolles Teil nach wie vor, aber es ist in dem Fall unpraktisch. Ja. Und deswegen habe ich mir was organisiert. Das ist dieses Teil hier. Da habe ich jetzt also im Prinzip Teil zum in die Steckdose stecken. Wunderbärchen. Und dann habe ich hier irgendwo, ich habe natürlich gleich mal einen Knoten reingemacht. Ist klar. Also ist ungefähr, was habe ich hier, 1,5 Meter oder so muss das sein. Ist auf jeden Fall mehr wie ein Meter. Ist bestimmt 1,5 Meter. Es reicht von der Höhe. Sagen wir mal, ihr habt jetzt das Teil, steckt das an die Steckdose und dann hat man hier hinten halt zwei so, da kann man das an die Wand machen oder man klebt es halt ins Fenster oder so oder sucht euch was aus. Ihr wisst da, was ich meine. Da wo, also ich würde es jetzt hier unten so zack und könnte mir hier oben das Teil ran machen. Hm? Genau. So. Strom zählt. Das tut's schon mal. Aber kann das auch die Einspeiserichtung? Also nicht nur Verbrauch, sondern also in die nicht nur links, sondern rechts. Also nicht nur Entnahme, sondern auch Speisen. Also geht das? Das zeige ich euch mal jetzt. So, jetzt bin ich ready for test. Also der Einspeisewechselrichter ist aus. Die Energieanzeige hier ist auf 0 und hier ist auch auf 0. Und ich blende euch das mal irgendwo ein, wie das jetzt gerade angesteckt ist. Ich brauche einen Vergleichswert. Jetzt schalten wir den Einspeisewechselrichter mal ein. Er lädt. Und läuft, glaube ich. Schauen wir mal. Kommt drauf an, wie schnell das anzeigt. 0,2. Machen wir hier mal schon. Jetzt ist natürlich die Frage, wie schnell das aktualisiert. Und jetzt ist die Frage, wie man das hier anzeigen lässt. Ah, da. 25 Watt zeigt er jetzt an. Jetzt muss ich das hier so ein bisschen vor die Kamera halten. 25 Watt. Und hier zeigt er auch 25 Watt an. Fokus. Ja. Genau, also da sind die 25 Watt und da sind auch 25. Da zeigt jetzt 24,9, 25,2, okay, es geht ein bisschen. Ja, der Winkel ist noch ganz schlecht, es ist früh am Morgen. Das ist aber in dem Fall jetzt, finde ich, sogar gut. Für mich ist ja wichtig, dass genau diese Anzeige das kann. Was mich so ein bisschen nervt an der Anzeige ist, dass sie auch passiv ist. Also ich kann hier offensichtlich das nicht einstellen. Aber was eben extrem wichtig ist, jetzt so kann man es in der Spiegelung wahrscheinlich besser sehen, dass sie eben anzeigt, was eingespeist wird. Und damit ist dieses Teil eben viel, viel fluffiger, was die Handhabung angeht. Ich zeige es jetzt nochmal nach oben. 25,2, 25,3. Je weiter jetzt natürlich die Sonne jetzt rumkommt, ich wiederhole mich da, es ist sehr früh am Morgen, dann umso besser wird der Wert natürlich. Ganz klarer Fall. Aber wir sehen ja, dass der Wert auch integer ist. Wir haben hier jetzt Fokus oder auch nicht. Da zeigt er jetzt 25,9. Wir sehen hier, ich hatte das System aus. Dann habe ich es jetzt wieder
aktiviert. Das ist da hinten der grüne Balken. Ich weiß es nicht, warum da jetzt hier keinen Fokus gibt. Das ist jetzt gerade ein bisschen nervig. Jetzt haben wir hier 25,5 Watt und da zeigt er jetzt 26 Watt. Also das funktioniert, das ist ganz wichtig. Und man kann jetzt eben dieses Ding irgendwo hin und muss nicht jedes Mal da runter an die Steckdose krabbeln. Das ist ja toll. Auf die 0,5 Watt hin und her. Pff, Leute, ganz ehrlich, das ist mir wurscht. Aber das ist doch eine tolle Geschichte. Und ein Handy mag ich auch nicht die ganze Zeit laufen lassen. Ne, gefällt mir gut. So, funktioniert. Haha, das war mir wichtig. Also ich glaube, ihr habt es jetzt gesehen. Das Fritz-Deckteil zeigt dann ein bisschen anders an und so. Wurscht, also ob es jetzt 25,0, 25,1, 25,3, 25, weiß der Fuchs wie viel. Das ist mir relativ, das ist egal, das ist Messtoleranz, ja. Wichtig ist hier, dass ich dieses Teil jetzt irgendwo tatsächlich sinnvoll positionieren kann und kann sehen, hey, da wird eingespeist, hey, da wird nicht eingespeist. Ich kann den Einspeisewechselrichter ein bisschen verstecken oder man könnte den Wechselrichter, der hier unten schön weg versteckt verbaut ist, und dann kann man eben am Ende doch wieder sehen, wo man das Teil hinmacht. Das war mir einfach wichtig, weil demnächst werden zwei weitere kleine Anlagen in Betrieb gehen. Und da ist es einfach wichtig, weil die Steckdosen relativ weit unten positioniert sind, dass man einfach die Möglichkeit hat, dann auch abzulesen, ob irgendwas geht. Ich finde, das ist eine kleine, aber entscheidende Komponente bei einer Einspeiseanlage, bei einer Solaranlage, die mir bis jetzt aber eigentlich so selber nicht klar war und das mir aber jetzt tatsächlich wichtig ist. Also ich finde so ein Teil wichtig. Nennt mich altmodisch, nennt mich faul, kann auch oft stimmen, aber ich finde das wichtig, dass es das tut. Wer das gern möchte, ich verlinke es natürlich unten in der Videobeschreibung. Wem das reicht, das ist auf jeden Fall billiger wie das, ist ja logisch, weil da noch ein bisschen Kabel dran ist und so. Beide funktionieren, soweit ich das jetzt mit dem einen bin ich noch nicht ganz so weit, aber soweit ich das jetzt beurteilen kann, verlässlich. Und dann kann man sich sein System noch so ein bisschen aufwerten. Das finde ich ganz gut. Wer es braucht, ist es unten. Ich werde es in den nächsten Balkonkraftwerken mit verbauen. Dann seht ihr mal, wie es funktioniert. Dann haben wir da noch ein paar Mehrwerte dabei. An meinem System funktioniert es auf jeden Fall schon mal spitze. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.